Hey Andi! Sie stehen auf Dreck und das wortwörtlich. Sie lieben die Herausforderung und das bei jedem Wetter. Sie gehen nicht auf und das auch bei Minustemperaturen. Wer da mitmacht, ist kein Schönwetter-Sonnencremesportler, kein Grossstadtläufer für nur viel Publikum. Wer da mitmacht, dem geht es um die Sache, dem geht es um seinen persönlichen Ehrgeiz, um Idealismus, um Sport. Basta! Gemeint ist der Grosslauf Gätnau, genauer der 32. vom Sonntag. Gemeint sind 550 Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Schweiz. Chapeau! Die mit der Rote. Fakten auf einen Blick. Beim Elite-Rennen von der Männer holt der Cadine Sero von Aarau den Sieg. Zweiter wird der Mohamed Boulama Lausanne. Dritter der Matthias Gastrischer von Schlieren. Herzliche Gratulation, Sie haben heute gewonnen. Was bedeutet für Sie der Sieg? Ich bin so froh, weil ich habe hier gewonnen ist. Und ich war hier noch nie gelaufen, aber heute ich habe gewohnt und ich bin so zufrieden. Für mich ist es ein großer Laufen, weil ich habe nicht so viel Cross gemacht. Am meisten ich bin ich Straßenläuferin und Bahnläuferin. Ja, das ist was ich miss. Sie kommen ursprünglich aus Äthiopien, wohnen jetzt in der Schweiz. Wie lange schon? Ich bin circa 9 Jahre in Schweiz. Ich glaube, 2-3 Jahre nach ich bin Schweizerin. So. Wenn Sie auf Ihre Läuferkarriere zurückblicken, was sind da so wichtige Siege? Ich glaube, am meisten, was ich in meiner Karriere größere Siegerin ist Bremgarten. Ich habe einen Streckenrekord einmal gemacht, neuen Streckenrekord gemacht. Und ich glaube, das ist so. Und Gepibarn ist mein Lieblingslaufer. Aus Äthiopien. An was liegt es, dass Spitzenläufer kommen, ganz viele aus Äthiopien? Weil dort sind höher. Am meisten ist besten Athleten kommt von Äthiopien. Und Olympicsiegerin, Weltrekordholterin. Weil wo ich gekommen sind, am meisten Leute schaut. Ich möchte wie jemand. So. Beispiel, ich möchte wie Abu Bikila oder Heilige Selassie. Das ist mein Traum oder so. Okay, vielleicht klappt's. Wir drücken die Daumen. Danke vielmals. Bei den Elitendamen gewinnt Martina Tresch von Rüti, vor der Andrea Meier-Ruster und der Yvonne Kegi aus Ebiken. Herzliche Gratulation. Martina Tresch von Rüti, Zürich Oberland. Was ist das heute für ein Anlass für euch? Ja, gute Vorbereitung für den Rest der Cross-Saison in der Schweiz. Eigentlich mehr so ein bisschen als ein Vorbereitungswettkampf. Ja. Was macht ihr sonst alles für Anlass? Auf der Bahn laufe ich meistens Hindernis, also 3000 Steeple, 1500, 5000er. Im Herbst habe ich ein bisschen im Halbmarathon probiert, aber meine grosse Leidenschaft ist eigentlich gross. Was bedeutet jetzt der Sieg? Ich weiß nicht, wie viele gute Leute das wirklich da sind. Aber also, ich meine, ein Sieg ist ein Sieg und das freut einen natürlich immer ungemein. Okay, danke für mal weiterhin viel Erfolg. Danke für den mal schönen Tag noch. Kommt sie dir und das Cookie-Wurz hier abzulesen. Einer, der ganz stark ist, also er, der Orientierungsläufer. Die von Kegi aus Ebiken, sie hält auch gerade noch den Innerschweizer Meistertitel, genauso wie der Dominik Lötscher. Er ist von Gätnau. Gratuliere! Dominik, gratuliere dir zu deinem Rennen. Wie ist es gegangen? Wie bist du zufrieden? Danke, ja, es ist gut gegangen. Regelmäßig schade, dass ich den Anschluss verloren habe auf der letzten Runde. Aber es war ein super Rennen, es war natürlich sehr hart. Die ganze Strecke auf beiden Seiten, links und rechts, ist tief gewesen. Dementsprechend hat es ein bisschen Kraft gekostet. Hast du es noch gern, wenn es so etwas tief ist wie heute? Oder lieber gefroren und hart? Obwohl dass ich eher ein schwerer Läufer bin, kommt mir das entgegen. Weil es nicht ganz so schnell ist, kommt es mir eher entgegen. Ja. Ich kann es eigentlich noch gern. Oder schaue es zumindest positiv an. Ja.
Du bist relativ lang zusammen mit dem Andreas Kiburz gelaufen. Wann hast du gemerkt, dass du nicht mehr den Anschluss nicht mehr hast oder musst du loslassen? Ja, ich kann es nicht mehr genau sagen, wann das war. Ja, es war ein angenehmes Tempo. Ich habe mich einfach an sein weisses Liebli orientiert und wollte ihm nachlaufen. Aber ja, irgendwann hatte ich ein paar Meter und dann muss man weiter schauen. Ja. Du hast jetzt schon ein paar Crossläufe gemacht. Was machst du noch? Die SM ist schon noch zu Lausanne. Gehst du dort auch und was machst du sonst noch für Rennen? Richtig, in diesem Jahr bin ich schön in Düdingen gelaufen. Das Jahr ist aber für mich speziell, weil ich laufe Mitte März. Das ist relativ klein, ein Marathon. Und darum habe ich eine andere Vorbereitung. Aber die SM will ich laufen in Lausanne. Ja. Aber sonst kein Gross mehr. Danke vielmals. Neben dem Crosslauf ist erneut ein Kastelen Walking Event durchgeführt worden. Über 100 Walkerinnen und Walker haben Strecke von 7, 11 oder 17 Kilometer unter die Füße genommen. Der erstmals ausgetragene Kastelenlauf hat über eine Distanz von 7 Kilometern geführt. 50 Aktive haben daran teilgenommen. Ich bin hier Christen, Lokalmatador, M40 Sieger, sehr wahrscheinlich. Wie fühlt man sich? Ja, jetzt geht es auf der Schnur und völlig durch, ein bisschen außer Atem. Aber es ist klar, auf dem Terrain, auf dem Boden, was jetzt die letzten paar Tage geherrscht hat, nichts anderes erwarten können. Okay, was ist heute speziell am Rennen? Speziell war, dass von Anfang an Tempo gemacht worden ist. Es hat keine Positionen zu kämpfen gegeben. Es war eigentlich schon alles ein bisschen entschieden gewesen und zum Teil hat es halt eine kleinere Gruppe gebildet, wo wir miteinander laufen konnten. Ja. Mitmachen quasi aus Lokalmatador Pflicht. Wie meinst du dabei? Wenn ich mich nicht täusche, habe ich dann 32 Läufe gesehen, den einen verpasst. Und das war Gross-SM, dort war ich krank. Und sonst müsste ich eigentlich 31 Mal auf der Rangliste sein. 31 Mal und was war so die beste Platzierung gewesen? Nein, ich habe schon in jüngeren Jahren auch schon Kurzgras bei den Männern gewonnen. Der Junioren, Jugend A, konnte ich auch vordere Ränge rauslaufen. Und natürlich auch bei Senioren hat es immer eine vordere Rangierung gegeben. Christen und Lauf, das ist irgendwie so eine Kombination. Wie kommt das? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Vor 50 Jahren oder schon 30 Jahren zurück hat es noch keinen anderen Verein gegeben, den Läuferigen Gätnau. Und wir aus Bauernbuben haben nicht dürfen, H4-Schlusszeichen, auswärts in den FC. Das ist eigentlich nur das für die Probe. Also dieses Jahr mache ich noch. Der nächste ist der Rüstlauf. Und dann das grosse Ziel ist der Comrade-Marathon in Südafrika. Ultramarathon 89 km. Das ist Ende Mai. Wow, viel Vergnügen. Ja, danke. Wie schon gesagt, Kraft braucht es heute in diesem tiefen Boden. Aber dank der kalten Nacht hat das der auch lange Zeit hergekommen, aber jetzt doch langsam, aber sicher wird es so klassisch grossmässig. Sven Marti von Buchs, wie ist es gelaufen? Ist gut gelaufen, ja. Was für ein Ziel gehabt heute? Ja, zu gewinnen. Und? Ja, nicht ganz erreicht, aber zweiter Rang und mal, ist eigentlich gut gelaufen von der Zeit her. Schluss hatte ich ein bisschen Mühe gehabt, weil ich ein bisschen schnell angegangen bin, aber ja. Ein bisschen Planung noch, he? Schon. Die Renntaktik ist noch nicht so ausgereift. Was ist das für dich, der Grosslauf-Gärtner? Was hat das für Bedeutung? Ja, es ist einfach eine gute Wettkampf, also ein bisschen Wettkampfhärte im Winter holen, ein bisschen schnelle Training machen quasi. Und ja. Und auf was kommt es dieses Jahr drauf ab? Dieses Jahr? Ja. Ja, Ziel sind vor allem die Strassenläufe im Frühling. Und ich wollte so Luzerner Stadtlauf, GP Bern, so, und ich wollte gute Resultate laufen. Ja. Gut, drück mir die Daumen, danke mir. Verloren. Und der Dome Lütscher ist auch noch voll dabei. Ohne ihn gäbe es den Grosslauf Gätnau alle Wahrscheinlichkeit nicht. Von Anfang an mit dabei der OK-Präsident Remo Rinderknecht. Remo Rinderknecht, 32. Gätnauer Crosslauf, wie hat das angefangen? Ja, wir haben die Läuferige Gätnau hat ganz früh schon einen Lauf gehabt. Das war ein Geländelauf. Und der in dieser Zeit von 32 Jahren ist der Geländelauf nicht mehr so.
aktiv gewesen, da hat man wenig Läufe mit gehabt und dann hat man den Crosslauf ins Leben gerufen. Und der Crosslauf ist sehr gut, die Vorbereitung für die im Sommer auf der Bahn laufen. Und bis jetzt war das immer gut gewesen. Im Moment gibt es ein bisschen ab, das Crosslaufen. Aber das sind 32 Jahre, als ich hier vorstehe und ich habe ein gutes Team. Das ist das etwa, ja. Seit 32 Jahren auch Präsident? Ja, bin ich, ja. Wie kommt man zu diesem Posten? Ja, weil man einfach immer krampft und immer wieder Freude daran. Ich mache für die jungen Läufer und für die Leute, für die Läuferin, die sehr gut ist und sehr viel macht, mache ich das gerne. Nur werde ich jetzt ein bisschen älter, jetzt muss ich mir das ein bisschen anschauen, aber ich habe das gerne gemacht bis jetzt, das ist wichtig. Ja. Gut, man muss ja nicht selber mitrennen. Nein, ich muss einfach krampfen und Vororganisation, aber ich habe ein super Team, die da mithilft. Jetzt geht da wieder Gerry und verschiedene Leute, sehr viele gute Leute. Was ist so die Hauptherausforderung bei der Organisation, dass man die entscheidenden Läufer hinbringt? Ja, das ist eben, eigentlich ist der Hauptlauf ein Crosslauf. Und der Crosslauf, der hat ein bisschen abgegeben oder hat zu viel rum. Oder da sollten wir einfach die Guten und die Besseren hinbringen. Wir haben probiert, wir haben es wohl nicht so schlecht aufgegangen. Und aus dem Grund haben wir eben noch den Kastenlauf jetzt gemacht. Neu. Da sind etwa rund 40 Personen dran. Und das Walking noch ein bisschen aufgeboten oder ein bisschen aufgemopset, dass es noch ein bisschen, also noch ein bisschen Leute gibt. Oder? Dass man das einfach ein bisschen breiter aufziehen kann. Ja, richtig, ja. Aber möglichst breit. Und ja, es gibt auch einen guten Namen, wenn wir. Und wir haben auch noch eine Kastenburg noch ein bisschen aufmopsen und ein bisschen schauen, dass die auch noch ein bisschen, weil die haben ein bisschen zu wenig Geld und die wollen auf uns auch noch ein bisschen Geld, aber das können sie auch noch üben, wenn es gut läuft. Ja. Jetzt gibt es vor allem ein bisschen Imagewerbung. Ja? Richtig, also es gibt gute Werbung und auch für Kasteln und alles drum und da habe ich jetzt gerade vom Präsidenten von diesem Ding gehört, dass sehr viele Leute, seitdem wir den Kasteln laufen, viele in die Kasteln nur gehen laufen, Fremde auch, und alle gehen schauen, ja, das ist ja sehr gut, ja. Eben, ihr habt ja Läufer aus der ganzen Schweiz, die bei euch mitmachen. Was sind denn so die entscheidenden Sachen, dass sie da herkommen? Was braucht es da? Macht man das nur mit Geld oder gibt es auch andere Sachen? Ja, nein, es ist tatsächlich der Verein, der einen guten Namen hat, die Organisation, die einen guten Namen hat. Und wir tun ein bisschen in den guten Läufern etwas geben. Wir tun also das einfach ganz spärlich machen. Aber ich glaube, wichtig ist die Organisation. Wenn du eine gute Organisation so manches Jahr hast, kommen auch die Läufer. Das hast du auch, oder? Ja. Wie finanziert ihr euch? Ja, das ist finanzieren. Ich bin hier, als Präsident bin ich auch Sponsorchef. Also ich tue nicht selber Sponsoren, aber ich tue ich habe sehr viele Leute, die ich kenne. Ich habe natürlich irrsinnige Kreis, den ich können, wo ich anrufen kann, und die machen wieder Inserat. Also habe ich das ist eigentlich auf meinem Ding, auf meinem Mesh gewachsen, und ich glaube, das ist dann nicht immer so. Das geht ja auch ein bisschen ab, das Sponsoring. Wenn man jetzt den Lauf seit 32 Jahren anschaut, wie hat er sich so entwickelt? Jetzt haben wir es ein bisschen breiter aufgestellt. Wie war das in früheren Jahren gewesen? Ja, in früheren Jahren hat man wahrscheinlich die Läufe fast ringer hergebracht, indem man einfach den Cross noch ein bisschen, wie soll ich sagen, einen besseren Namen hatte oder ein besseres, ja, Ding. Und das hat sich jetzt halt ein bisschen abgegeben. Wegen dem sind wir nachher noch ein bisschen breiter gegangen. Wir haben den Walking noch dazu genommen. Aber organisiert haben wir eigentlich immer das Gleiche. Und sind fast, glaube ich, fast immer die gleichen OKA-Mitglieder. Und fast, jetzt haben wir zwei, drei neue, aber sonst immer. Wir haben eine gute Organisation. Ich habe heute von diesen Walkern, die sonst immer nicht so gerne im Winter rausgehen, habe ich nur positive Seiten gehört. Und das ist eben wichtig. Wir haben auch so ein paar Stimmen eingehabt. Für Sie ist das natürlich für die Sportler, die da mitmachen, auch eine Möglichkeit, im Winter fit zu bleiben. Oder? Ja, das habe ich jetzt heute auch gehört von diesen Walken. Nur ist es wahrscheinlich nicht ganz. Es hat wenig, die trauen, im Winter so rauszugehen. Das ist beim Läufer anders. Der Läufer, der geht auch, wenn es Wüstwetter ist. Und der Walken geht auch bei dem, wenn es halt ein bisschen schöner ist. Es ist eine andere Dimension, Walken und Laufen. Das ist halt so. Ja.
Eben, das OK seit 32 Jahren mehr oder weniger die gleichen Leute. Was gibt es da für Ressorts? Ja, da ist einmal Chef Technik, das ist der Kerry, der macht das ganze Sportliche, alles drum und dran. Dann haben wir den Finanzchef, dann haben wir die Preisabgabe-Chef, wir haben den Bauchef, wir haben den Chef von Technik, alles ein bisschen machen, meinen Sohn. Ja, wir haben, glaube ich, 17 Wochenmitglieder drin, glaube ich. 17 Wochen, verschiedene Ressorts. Muss ja aufteilen, sonst... Du kannst als Präsident kannst du nur ziehen, als es läuft, aber die anderen müssen halt auch etwas machen. Ja. Wie lange habt ihr Vorbereitungen? Ihr seid ja ein eingespieltes Team. Braucht es das immer noch so viel Zeit oder können Sie das ein bisschen rationalisieren? Wir haben heuer, glaube ich, im April oder im Mai die erste Sitzung gehabt. Wir schauen das immer ja, gleich vor ihnen schon schauen und gleich vor ihnen schon. So kann gründen, alles haben wir eine super Sache aufspielen. Ja. Weil wir im Oktober haben wir ja da in Altbühler Grossi ein Walking-Event und da wollte ich immer Werbung machen. Und dann müssen wir halt schon wissen, wie, wenn, wo. Oder, ja. Wenn ich schon darf reden, ich will Danke sagen im ganzen OK. In allen Leuten, die mitgeholfen haben. Das sind aber Haufen Leute vom Dorf, die nicht im Verein sind, die helfen. Wir brauchen über 80 Leute haben wir gebraucht in den 2-3 Tagen. Ich brauche also grosse diesen Tank. Ich werde im Lampsitzer, im Rot Anton, wo wir dürfen noch drauf gehen, den Lauf haben, denen danken. Ich werde auch in der Gemeinde danken sagen. Und wir dürfen die Hallen und alles haben. Das ist einfach wichtig, ist, wenn man schon überkommt, soll man auch etwas geben. Und das ist, ich kann eigentlich nur ein Dankeschön geben. Der nächste Grosslauf, wann findet es statt? In 2 Jahren. Auch wieder Januar, Februar. Ja. Aber wie weiß ich noch nicht. Das weiß ich, habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Ich würde gar nicht dazukommen. Gut, danke vielmals. Danke. Ab, Dominik! Bravo! Jawohl, schön anführen hier, der Lokalmatador. Hans-Christian, wie nimmt ihr da gerade zugejubelt? In der Spitzengruppe vom Elitenfeld mit dem Nesero Kadi, der an der Spitze ist, und in der Verfolgergruppe im Dominik Klötsch von der Läuferigen Gatzenau. Was sind das für Leute? Das sind Grossspezialisten, die sich wirklich auf den Grosslauf auch vorbereitet haben und auch an der Schweizer Meisterschaft Ende Februar teilnehmen. Also Spitzenleute? Ja, das sind Spitzencracks. Was ist eure Aufgabe hier jetzt? Ich war in der Startnummernausgabe gesehen. Wir haben dort Anmeldungen entgegen genommen. Wir haben etwa 400 Angemeldete und haben jetzt 200 Anmeldungen aufgenommen. 32. Lauf. Das ist eine Generation, die schon das durchgeführt hat. Wie kommt das? Wir hatten früher noch einen Grosslauf und haben dann Anfang 70er Jahre dann umgesattelt auf einen Grosslauf. Und da führen wir jetzt einfach neuerdings nur noch alle 2 Jahre durch. Alois Kneubühler von Schützi, so sind ihr da? Ja, weil ich früher immer Läuferiger war, also Langläuferiger war und auch ein Läufer war. Selber meine Läufe gemacht habe. Auch im Vorstand war sogar noch da. Und ja, jetzt interessiert es mich einfach noch. Und ich sehe immer wieder Kollegen, die ich hier antreffen kann. Brigitte Haas von Kato mit Familie da. 1, 2, 3, 4, 5, alle von euch? 4, ja genau. Ja, sind alle, sie sind 4 Kinder, ja. Haben wir auch noch eingerechnet. 5. Was fasziniert euch am Laufsport? Die Tochter war das erste Mal am Willisauerlauf. Und jetzt hat sie eigentlich gerade gepackt und jetzt hat sie Lust, hier bei der Gärtnerin dazu zu gehen. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Ist es kalt? Es ist kalt, ja. Für jemanden, der nicht läuft, ist es kalt. Darum wäre es besser, wenn wir unterwegs wären. Gut, geht ja Kaffeestuben auch. Oder? Ja, genau, das haben wir eigentlich vorgehabt. Aber so schnell wie die laufen, es ist schon bald wieder fertig. Kombiniert mit dem U20-Rennen. Jetzt kommt gerade Dominik Lötscher vorbei und Andreas Kiburz in seinem Schlepptau. Miriam, was machst du? Du läufst auch. Also, nein, ich laufe noch nicht, aber ich werde dazugehen. Was wäre denn so deine Disziplin, als dir würde gefallen? Ich weiß nicht. Irgendwo, wo du etwas schnell unterwegs musst sein. Ja. Geri Christen, zuständig für Technik. Was muss man sich da darunter vorstellen? Zeitmessung oder was kommt noch?
Nein, das fängt viel früher an. Das fängt bei der Ausschreibung an, wo man die Kategorien ausschreibt. Dann haben wir immer auch noch zum Beispiel die Innerschweizer Grossmeisterschaft. Dann haben wir den Jugendgross. Dann haben wir von Swiss Athletik, wo wir immer noch einen Cup-Lauf durchführen. Und mit denen muss man immer schauen, wie es das durchführen, wie viele Punkte das, das gibt. Wir müssen das in der Ausschreibung dann entsprechend berücksichtigen, dass man dann wirklich auch am Schluss wissen, wer ist jetzt effektiv Innerschweizer Meister, wer ist Jugendgross-Sieger und wer ist Sieger beim Swiss Athletic Cup. Weil das dann am Schluss endlich auch die Wertung stimmt. Das fängt dann an und dann geht es wirklich daran, dass man mit Strecke schaut, wie können wir sie machen. Weil das ändert immer auch vom Landbesitzer, wo er wieder ein Ackerfeld hat, dann müssen wir das wieder umgehen. Und das ist immer eigentlich die Herausforderung, die ein halbes Jahr vorher anfängt, wo dümmer es. Und dann geht es dann wirklich eigentlich an die Planung. Also das ist wirklich nachher an dem Tag, wir müssen die Startnummern zur Verfügung stellen, die Anmeldung, die müssen die Daten erfasst werden. Heute kann man auch nicht mehr einfach nur mit einer Stoppuhr stoppen. Heute ist das voll elektronisch, wie die Zeitmessung stattfindet. Auch wenn die Läufer ins Ziel kommen, da wird nicht mehr manuell erfasst, sondern wird mit einem Scanner abgescannt und das wird online gerade die Ranglisten eigentlich erstellt. Das hat natürlich sehr geändert, es tut es erleichtern. Und was sehr geändert hat, ist auch früher, die Athleten haben sich Wochen zum Voraus angemeldet. Das ist heute nicht mehr. Heute wird fast einen Tag vorher angemeldet. Nach Blick auf das Wetter. Ja, Blick auf das Wetter und vor allem online ist das heute möglich. Die Leute legen sich nicht mehr Wochen schon vorher festlegen, ich gehe an den Lauf oder ich gehe nicht, sondern da wird kurzfristig, da spielt auch Franken, 2 oder 3, 4 Franken Nachmeldegebühr, das ist heute kein Thema mehr, sondern ich will kurzfristig können entscheiden und gehen. Und das macht uns auch Probleme. Wir haben heute fast 200 Nachmeldungen gehabt und das hat uns wirklich an Grenzen gebracht. Dass man in dieser kurzen Zeit die Daten sauber erfassen kann. Wie viele machen überhaupt mit? Wir haben jetzt etwa hier etwa 620 Anmeldungen gehabt. Wir werden knapp 600 Rangierte gehabt. Es ist jetzt noch nicht ganz draussen, aber das wird 600 sein. Und das ist mit Abstand eigentlich in der Schweiz der grösste Crosslauf hier noch. Wenn wir jetzt vom Event, vom Gross, klar haben wir noch den Kastellenlauf und das Walking, aber auch vom Gross gehören wir immer noch zu den grössten Grossläufen in der Schweiz. Außer die Schweizer Meisterschaft, die noch ein paar mehr herbringt. Wir haben vor 2007 haben wir Gross-SM gehabt, da haben wir also 1000 Athleten nur am Grosslauf gehabt. Und das sind mit Abstand, so viele Läufer hat es seit 20 Jahren nie mehr an einem Gross-SM gehabt. Was sind so die bestbesuchten Kategorien? Die bestbesuchten sind so Junioren, Jugend A, so die 16- bis 18-Jährigen, weil die sind im Nachwuchskader in den regionalen und die sind am Swiss Athletic Cup, müssen die fast teilnehmen, weil die können die das gewinnen oder die ersten drei, die könnten meistens an eine Cross-EM oder so gehen. Und das ist eine Qualifikation und die kommen und die sind immer auch spannendste Rennen. Neben dem Kurzgross, wo relativ kurze Strecke immer in einem höheren Tempo gelaufen wird. Wir haben schon gehört vom Remo Rinderknecht, vom MOKA-Präsident. Was hat aus eurer Sicht geändert, aus Sicht der Technik? Eben, wie ich gesagt habe, das ist einmal die kurzfristige Anmeldung. Dann sind die Ansprüche gestiegen. Früher war es gross, möglichst viel Schlamm. Mir ist dann in eine Phase gekommen, wo das wirklich top eben und müssen gewalzt sein. Bald den Strassenlauf. Jetzt tut man sich wieder etwas anders abheben. Man will sich wieder etwas abheben und will eigentlich wieder das Gelände, wie wir heute haben. Heute ist das ein optimales Grossgelände. Es ist nicht tief, dass man die Schuhe verliert und es ist nicht schnell, dass man auf der Strasse laufen kann. Das muss genau irgendwie zwischen drin sein und das haben wir jetzt heute gehabt. Gut, einer hat auch die Schuhe abgezogen. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen, aber das kann passieren. Aber dann ist es selber schuld. Da muss man natürlich beim Gross die Schuhe ein bisschen besser binden. Aber das eigentlich ist es heute optimal gewesen. Was ist speziell vom Grosslauf? Gärtner, ihr habt schon verschiedene Sachen angetönt. Ja, Grosslauf generell ist einfach eine extrem Willenssache. Also kämpfen, da schlägt es einem um. Man kann eigentlich nie einen Rhythmus laufen, wie man auf der Straße. Das ist eigentlich die grösste Herausforderung. Und ist wirklich eigentlich die guten Athleten, die früher, die haben alle Grosslauf gemacht. Weil das sagt man, das ist ein bisschen die Lehre, die sie durch müssen für die Härte.
Also nie so beißen wie in einem Crosslauf. Und das bringt eigentlich für die Wettkämpfe eine Wettkampfhärte. Und darum ist eigentlich Crosslauf-Stellenwert vor allem bei guten Athleten. Und gleich noch gefragt zu der Herausforderung auch für die Zukunft. Die Herausforderung wird einfach immer noch sein, die Strassenläufe, die boomen, wo fast jeder Mann, den man kurzfristig hat, anmelden kann. Man kann, wenn ich heute nicht kann, ich morgen noch an einen Lauf gehen. Und für uns wird wirklich sein, dass wir neben der Laufstrecke wirklich alles super optimal anbieten können. Das heisst, dass von der Anmeldung über Parkplätze und was wir das grosse Vorteil haben, wir haben mit den Mehrzweckhallen und Startziel innerhalb von ein paar Metern, das gibt es eigentlich auch nie. Und so versuchen wir uns abzuheben. Was wir auch haben, wir tun, wenn man sieht, die Schuhwäscheanlage, das gibt es eigentlich sonst nie. Da machen wir immer, wir müssen uns eigentlich können abheben von der Konkurrenz. Und das macht uns stark, auch wie man geschaut hat für die Zuschauer, die Bretter, die wir gelegt haben, dass möglichst die einen trockenen Fuß. Und das sind alles so Sachen, sind kleine Sachen. Es gibt uns sehr viel Aufwand, aber so müssen wir eigentlich die Zukunft können angehen. Trotzdem, dass vermutlich die Teilnehmerzahl eher wird zurückgehen, wieder zunehmen. Jetzt noch eine ganz dumme Frage. Christen, Laufen und Gärtner, da gibt es irgendwie so eine Kombination. An was liegt das? Ja, wir sind sechs Brüder, die eigentlich gelaufen sind oder immer noch laufen. Der Urs, der national dabei war und fast alle. Dann kommt man natürlich dann dazu und sagt, wir wollen auch im Laufsport wieder etwas zurückgeben und geht dann halt und sagt, wir helfen etwas organisieren. Es ist doch die Leichtathletik, die lebt von den Leuten, die mit Begeisterung hier mitmachen. Und da ist natürlich so eine Laufveranstaltung, ist das auch möglich, hier mitzuhelfen. Auch ich wohne seit 30 Jahren nicht mehr hier in dieser Region. Und für mich kann ich das vorbereiten. Und dann sind es einfach drei Tage, wo ich dann eigentlich immer hier im Einsatz bin. Und dann ist das eigentlich wieder vorbei. Weil für mich wäre es nicht möglich, dauernd wie ein Trainer wöchentlich zwei, drei Mal auf dem Trainingsplatz stehen und an die Wettkämpfe. So kann ich das eigentlich da und das Know-how auch einbringen. Wie sind ihr dazu gekommen? 30 Jahre haben wir gesagt. Ja, 30 Jahre. Ich war ja früher auch Läufer und dann ist wirklich der technische Leiter streckt, das ist dann niemand wollen machen und dann habe ich dann das übernommen und jetzt mit dem Remo Rinderknecht. Wir ergänzen uns so gut. Er ist sehr gut organisatorisch. Und er sagt immer, ich verstehe nichts vom Laufsport, muss er auch nicht. Für das hat er eben seine Leute, die dann das machen. Und für mich ist immer ein Vorteil, ich kann ihm ein Telefon geben, du kannst mir das noch organisieren. Er organisiert immer alles. Also ich muss einfach das eigentlich planen und ihm sagen, eine Liste, das und das muss noch gemacht sein. Und dann wird das erledigt. Da muss er keine Ahnung haben. Und ich mache wirklich das, was dann mit dem Lauf ist. Auch in zwei Jahren dann wieder? Ja, ich möchte eigentlich mal so lange, als der Remund eigentlich das wird. Ich denke, wir haben jetzt auch wieder gute Nachwuchsläufer. Und wir haben einen guten Namen schweizweit für den Crosslauf. Wir haben jetzt auch wieder gute Athletinnen und Athleten. Die tun den Namen. Und auch heute wieder haben wir gute Athleten können auf Gärtnau holen durch persönliche Beziehung. Wie der Remo schon gesagt hat, wir zahlen etwas in den besten Kleinen, wir zahlen etwas Preisgeld. Aber verglichen mit anderen Läufen ist das sehr wenig. Hier läuft sehr viel auf der persönlichen Beziehung. Weiterhin viel Erfolg. Danke vielmals. Wie wir gehört haben, braucht es allerhand. Und auch das kann man wörtlich nehmen, bis dann die Athleten können auf dem Treppli stehen können. Auch dieser Dreck muss weg. Das war es vom 32. Crosslauf in Gärtnau vom Sonntag. Zu sehen auf deinem Fernsehen für unsere Region Telenapf Tele Zentralschweiz.